Hallo und herzlich willkommen zu Noe Astro TV. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Und ich sage Ihnen, wenn Sie hier im Studio sitzen würden, es riecht schon köstlich, Michael, oder? Ja, also, es ist ein wunderbarer Duft in der Luft, kann ich Ihnen nur sagen. Wir werden uns heute nämlich über Ernährung unterhalten. Achtest du ein bisschen auf deine Ernährung? Ja, von Zeit zu Zeit schon, aber ich habe immer wieder so Ausreißer, muss ich gestehen. Dass man zurückfällt ins Deftige. Aber Ja. vielleicht kann dir diese Aussetzer jemand nehmen, nämlich Petra Birr ist zu uns gekommen. Erstmal schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin und Sie beschäftigen sich mit einem Thema, was für viele noch so ein Thema ist, wo man gleich so ein bisschen auf den Ökotrip kommen würde, nämlich mit Rohkost. Aber Sie sagen, Rohkost kann auch roh köstlich sein. Machen Sie mir die Rohkost jetzt mal schmackhaft, bitteschön. Genau so. Also ich sage mal so, ich bin auch genau wie Sie am Anfang auf das Thema gestoßen, eher durch Zufall, nicht weil ich jetzt unbedingt krank war, sondern weil ich einfach den Eindruck hatte, ich bin nur an 50% meiner Leistungsfähigkeit. Und ich denke mal, da war ich nicht alleine. Auf jeden Fall bin ich eher durch Zufall auf das Thema Rohkost gestoßen und habe dann also über Literatur von einem Experiment gehört, wo man versucht hat herauszufinden, was passiert, wenn der heutige Mensch sich so ernährt wie die Tiere in der Natur, ob das überhaupt geht. Das ist, fand ich sehr gewagt und sehr interessant. Und da habe ich mich dann halt interessiert für dieses Experiment und wollte da 3 Wochen teilnehmen. Letztendlich bin ich ganze 10 Jahre dort geblieben, weil das einfach so spannend und so abenteuerlich war, wo man gesehen hat, der Körper hat durch eine naturbelassene Ernährung sehr viele Selbstheilungskräfte, die spontan wieder in Gang gesetzt werden, wenn man sich naturbelassen ernährt. Sie haben gerade was ganz Interessantes gesagt, nämlich gerade Ihre Leistungsfähigkeit, die so ein bisschen abgeschlafft war. Und ich Ja. glaube, also ich vertrete ja auch diese These, dass ich glaube, der Mensch überfrisst sich auch. Wir essen viel zu viel und dadurch sind wir auch nicht so leistungsstark. Wenn wir das Essen ein bisschen reduzieren und das auch noch gesund oder auf die gesunde Ernährung achten, Ja. glaube ich auch, dass wir fitter durchs Leben gehen können. Und Das vielleicht sogar auch, hat es auch noch so eine Verjüngungskur? auf jeden Fall. Also man kann beobachten, dass die Leute, wenn die zum Beispiel in Früchtefasten kuren oder zeitweise den Rohkostanteil erhöhen, wie eine Anti-Aging-Kur von innen durchführen. Also wenn sie zum Beispiel bei Früchtefastenkuren teilnehmen, fahren die jünger aussehend nach Hause, als sie gekommen sind. Und das ist immer ein ganz toller Effekt. Also der Stoffwechsel funktioniert halt da wunderbar auf Hochtouren mit der Frischkost. Also Früchtefasten ist im Grunde genommen eine Fastenkur, aber ich verzichte nicht komplett auf das Essen, sondern ich ernähre mich einfach nur bewusst und greife zu Obst und zu Rohkost und Ganz genau so ist es. Also bei dem Heilfasten, bei dem normalen Heilfasten ist es ja so, dass man gar nichts essen darf. Und bei dem Früchtefasten ist es so, dass wir im Prinzip von der gutbürgerlichen Kost fasten. Das heißt, man isst nur Frischkost. Und da ist es erstaunlich, dass die Leute mengenmäßig doch relativ viel essen, zufrieden vom Tisch aufstehen und trotzdem abnehmen. Hält es denn auch an? Weil manche sagen ja auch, wenn ich Obst esse und ich esse viel Obst, dann habe ich mal kurz dieses Sättigungsgefühl, aber es dauert eben nicht so lange, wie wenn ich mir am deftigen Schweinsbraten sozusagen Ja. einverleibe. Ja. Und es ist so, dass man unter Rohkost nicht nur, also viele verbinden das mit Möhre, Apfel, Banane. Wir haben also noch viel mehr in der Auswahl, zum Beispiel bei diesen Früchtefastenkursen, dass wir halt auch ein breit gefächertes Buffet haben an Nüssen, an Ölfrüchten, die dann natürlich länger sättigend sind und man auch auf diese deftigen Sachen zum Beispiel nicht so verzichten muss. Man hat immer nur so diese süße Variante im Kopf, wenn man an Rohkost denkt. Aber zum Beispiel in Gemüse oder eine Ölfrucht, zum Beispiel Macadamianüsse oder Pekannüsse oder was es da alles gibt. Oder Avocados zum Beispiel sind auch sehr langanhaltend sättigend. Man muss eigentlich dann nur wissen, wie man es zubereitet. Und da ist man dann wieder bei Ihnen an der richtigen Stelle, denn Genau. Sie bieten Kurse an, Sie bieten richtige Seminare an, wo man lernen kann, mit der Rohkost richtig umzugehen. Ja, genau. Also das ist ein Problem für viele Leute, dass man gar nicht weiß, wenn man jetzt in den Laden geht, die Sachen sind ja auch kostenaufwendiger, als wenn man jetzt normal isst. Das ist einfach so, dass man dann da manchmal zögert und gar nicht richtig weiß, was soll ich jetzt kaufen, was soll ich jetzt damit machen, wie soll ich das zubereiten, ist das reif oder nicht und wie schmeckt das. Und gerade bei den Früchtefastenkuren ist es halt eine schöne Möglichkeit, einfach die Sachen mal zu testen, mal gucken, schmeckt mir das oder nicht.
In meinen Ausbildungen haben wir auch einige Zubereitungskurse dabei. Da gibt es also jeden Tag einen kleinen Workshop, wo wir auch direkt eine Zubereitung zusammen machen und das dann auch mittags zusammen essen. Ich finde das großartig, denn Micha, ich muss dir mal kurz was rüberreichen. Das, man hat wirklich immer dieses Gefühl, Rohkost muss so ein bisschen langweilig schmecken. Nee, nicht den ganzen Teller, nur ein Stück. Okay, wir wollten es uns doch teilen. Ja, oder? Ja, aber nimm dir doch erstmal eins. Dankeschön. Der Rest kommt erstmal wieder zurück zu mir. Denn was Sie hier mitgebracht haben, das ist, ich würde es fast vergleichen mit einer Chipsart. Wobei dieses hier würde ich jeder Chipsart vorziehen. Und es ist wahrscheinlich auch etwas, was von den Kalorien mir auch noch besser bekommen würde, was mich fitter hält. Was ist das ganz genau? Und kann ich sowas jetzt zum Beispiel theoretisch auch selber zubereiten? Ja, es ist so lecker. Das kann jeder selber zubereiten und es ist wirklich super einfach. Man nimmt einfach Tomaten, Paprika, Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, wenn man mag. Ein bisschen Knoblauch ist gut. Man püriert das einfach in einem Mixgerät und macht Leinsamen dazu. Und dann gibt es Lebensmitteltrockner, wo man das halt dünn ausstreichen kann. Und das trocknet eine Nacht. Also ich habe das gestern Abend, spätabends gemacht und heute früh war das fertig. Mhm. Das ist super einfach. Man muss nur wissen, wie es geht. Man muss wissen, wie es geht. Und Sie bieten da wirklich Seminare an und Kurse an. Zum Beispiel, Sie kommen ja aus Berlin, ja. Bieten Sie Rohkost-Dinnerabende bei sich zu Hause in einer ganz privaten Atmosphäre an, was ich ganz toll finde. Immer freitags, ne? Genau, das ist Freitagabend, immer einmal im Monat. Und ich genieße das einfach, den Leuten zeigen zu können, dass gesunde Ernährung wirklich lecker sein kann. Und wenn die dann sagen, ja, meine Güte, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut schmecken kann. Hier, bester Beweis. Eingeblendete Internetadresse, da kriegt man mehr Informationen zum Beispiel zu Ihren Rohkost-Dinnerabenden. Ja. Wir werden uns aber auch noch über Ihre Früchte, Fastenkurse und Seminare gleich noch unterhalten. Michael, du wirst noch mal ins Horoskop blicken, ob das alles auch wirklich konform geht mit der Person. Aber ich denke schon, also ich glaube, man sucht sich ja auch immer das aus, was man eigentlich ganz gerne mag. Ich mag das hier ganz gerne, deswegen müssen wir eine kurze Pause machen, gucken Richtung Mondkalender, damit ich in Ruhe weiter essen kann. Bis gleich. Und wir sind schon wieder zurück und Frau Birre hat die Zeit auch genutzt und hat uns noch mal eine kleine Köstlichkeit zubereitet. Einen Bananen-Dattel-Shake, ist das richtig? Ja. Das heißt, jetzt mal ein bisschen die süßere Variante, weg von dem Herzhaften, würde ich mal sagen, stoßen wir mal drauf an. Ich bin ja ein Freund der Rohkost jetzt gerade geworden, ne? Weil man ja wirklich sieht, dass man ja beides damit erreichen kann, nämlich das Süße im Grunde genommen zu befriedigen, aber auch das Herzhafte. Und was ich auch toll finde, Sie sind Ernährungsberaterin, aber Sie bilden auch aus zur Ernährungsberaterin. Genau, das ist natürlich ein ganz weites Feld. Dazu muss ich sagen, dass es in den Ausbildungen, die ich anbiete, nicht rein um Rohkost geht, sondern mir liegt es am Herzen, dass man auch Leute mit Vorerkrankungen, zum Beispiel mit Rheuma oder mit starkem Übergewicht, so beraten kann, dass man eine Ernährungsoptimierung erzielt. Mhm. Da gibt es immer bestimmte Schlüsselsachen, auf die man dann achten muss, auch in Fällen zum Beispiel Schwangerschaft, Stillzeit. Worauf muss man da achten und so weiter. Also es ist wirklich ein ganz breit gefächertes Thema und auf meiner Internetseite kann man auch eine Themenübersicht sich anschauen, um was es in der Ausbildung alles geht. Der Abschluss, den man dann bekommt, ist auch so, dass man sich mit dem Abschluss selbstständig machen kann. Es wird also, die Prüfung wird abgenommen von einem Ernährungsmediziner. Und der Trend geht dahin, dass viele Schulen, Kindergärten, Kosmetikstudios, Fitnessstudios immer mehr und mehr mit Ernährungsberatern zusammenarbeiten. Ganz wichtig, Schulen, Kindergärten, gerade unsere junge Generation darauf vorzubereiten, finde ich, ist toll. Gibt es auch Rezepte auf Ihrer Internetseite? Rezepte nicht, die gibt es entweder bei mir zu kosten im Dinnerabend oder in der Ausbildung. Okay. Micha, guck doch mal bitte ins Horoskop, denn ich finde das äußerst interessant, sich mal mit so einem Gebiet mal wieder außer oder mit so einem Habe Thema ich schon auseinander. Lange gemacht. Ja, das denke ich mir natürlich. Aber auch wieder köstlich, ne, der Bananenshake. Wunderbar. Ich ziehe mich mal ein bisschen also zurück, was, du erzählst. Was ich sehr interessant finde, die Frau Birr hat eine vermeintliche Schwäche mal, sage ich mal, zu ihrer Stärke gemacht und letztlich auch zu ihrem Beruf. Sie hat Löwe-Aszendent, aber die Sonne befindet sich im 12. Haus. Das 12. Haus ist ein Bereich, der in den Rückzug geht. Und auch Mars, der Energieplanet, der für unsere Energie, für unsere Durchsetzungskraft steht, steht relativ schwach. Deswegen erinnere ich mich, wie Sie am Anfang der Sendung gesagt haben, Energie mit 50%.
Das haben Sie tatsächlich als Anlage, aber Sie haben da selbst herausgefunden und haben das zu Ihrer Stärke, zu Ihrer Berufung gemacht. Und wenn ich das Horoskop weiter anschaue, jeder gute Heilpraktiker muss eine entsprechend starke Jungfraubesetzung haben oder sechstes Haus, weil Jungfrau eben mit Heilung zu tun hat und dann auch der Planet Venus vor allem. Und Sie haben Jungfrau im ersten Haus und haben die beiden großen Wohltäter, sagt man in der Astrologie, Venus und Jupiter in der Jungfrau stehen im ersten Haus. Sie sind also wirklich jemand, der, wenn man jetzt vielleicht das Wort heilen brauche ich nicht gerne immer, aber Sie sind jemand, der wirklich heilen kann oder zum Heilen anregen kann. Und insofern ist diese Tätigkeit, die Sie machen, eine Art von Berufung, also ganz bestimmt. Das ist ja wunderbar. Ja, aber kannst du auch erkennen, dass Sie mit den Seminaren und mit diesen Angeboten, die ja Frau Birr dann auch bietet, ich glaube schon, dass Sie auf so einer guten Trendwelle gerade schwimmt, weil ja, es geht ja schon so ein bisschen immer in diese Richtung, wir wollen jünger, dynamischer, klar, gesünder werden. Es gibt einfach zwei Dinge, die unglaublich natürlich sind und effektiv sind, das ist das Laufen, das Joggen für den Menschen und das ist die Ernährung mit Obst. Also der Mensch, habe ich mal gehört von dem berühmten Yogi vom Juk, das war, er hat gesagt, er ist ein Früchteesser, weil er auch dieses Gebiss und so weiter hat. Insofern ist die Richtung richtig. Sie kann auch lehren und vermitteln, wie gesagt, Dinge, die mit Heilung, Ernähren zu tun hat. Die einzige Schwäche, die ich vielleicht sehe, ist, dass sie sich nicht gut genug verkauft oder dass sie ein Typ ist, der sich immer wieder so ein bisschen zurückzieht. Oder vielleicht nicht so dieses enorme Selbstbewusstsein hat, dafür umso größere Fähigkeiten. Ja, wobei ich das schon wieder als sehr positiv auf der anderen Seite sehe. Also gerade das, was Sie erzählt haben mit Ihrem Rohkost-Dinnerabend, finde ich ganz sympathisch, dass Sie das zu Hause bei sich selber machen. Und wie Sie es ja auch schön beschrieben haben, gutes Geschirr der Großmutter. Also das Auge ist ja dennoch mit. Also das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Wie gesagt, mehr Informationen auf Ihrer Internetseite unter www.petra-birr mit Doppel-R am Schluss.de. Wir blenden aber die Nummer auch wieder ein. Und da kann man sich zum Beispiel auch informieren über diese Früchtenfastenkurse, die Sie machen auf Usedom, was ja auch noch zusätzlich wunderbar von der Landschaft ist. Das ist genau das, was Sie sagten, dass diese Bewegung halt von Ernährungsumstellung und Bewegung wunderbar passt. Und manche Leute nehmen sich halt eine Woche Urlaub im Jahr und die sagen, ich möchte mich vernünftig ernähren, ich möchte viel an der Seeluft draußen sein, möchte das Wetter genießen, am Strand walken. Und es ist also eine Kombination aus Ernährungsumstellung, Workshops im Rohkostbereich und auch einem großen Bewegungsprogramm. In Kombination noch mit Sauna und basischen Anwendungen. Also das ist wirklich Urlaub für Körper, Seele und Geist. Ja, besser geht ja auch nicht. Wir wissen ja alle, dass nicht nur die Ernährungsumstellung wichtig ist, sondern auch die Bewegung wichtig ist. Und wenn man das alles noch an der frischen Luft und gut kombinieren kann, dann ist man bei Ihnen in besten Händen. Die genauen Termine wären zum Beispiel im Februar wieder bis in den März hinein, vom 23. Februar bis zum 6. März 2009. Und dann schon wieder im November, also fast vom 2.11. bis zum 13.11. Aber man kriegt mehr Informationen übers Internet. Wir machen eine kurze Pause. Ich trinke dann weiter an meinem Bananenshake. Der ist auch köstlich, sage ich Ihnen. Sie sollten auf diese Internetseite gehen. Kurzes Päuschen, bis gleich. Ich hoffe, es erwartet Sie eine schöne Woche. Ansonsten möchte ich mich erstmal bedanken bei Frau Birr, die heute im Studio war und die mich ein bisschen zur Rohkost wiedergebracht hat. Denn alles, was Sie hier gezeigt haben, war ausgezeichnet. Ich werde auf jeden Fall mal auf Ihrer Internetseite vorbeigucken unter www.petra-birr.de. Da kann man zum Beispiel auch Buchvorschläge bekommen mit Rezepten und dergleichen. Also ich finde es eine tolle Geschichte und es war alles köstlich, ne, Micha? Also Ich bin jetzt auch gesättigt durch diesen Bananenshake. Vielen Dank, dass Sie uns den mitgebracht haben. Alles Gute und danke nochmal. Bei uns geht es natürlich spannend weiter. Sie bleiben bei uns, würde uns sehr freuen. Und Sie sollten es ja auf gar keinen Fall verpassen. Also bis gleich.